Wir sind Andrea und Steve vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage samt Shop zu kreieren, wo ihr nur Futter und Equipment für euren Vierbeiner findet, welches ihr ganz getrost benutzen könnt. Bei uns kam quasi nur etwas auf die Homepage, was wir auch selber wirklich für gut empfinden und nicht, was irgendwie eine Kooperation verspricht. Heute geht es um einen persönlichen Ausflug von uns und auch eine Empfehlung für alle, die einen Vierbeiner und keinen Vierbeiner zu Hause haben. Und zwar Camping mit Hundis, um das mal so zusammenzufassen, um was es in dem Video geht. Sagt wahrscheinlich auch der Titel, aber hey, nochmal als Intro. Wir hatten als Ziel, wir wollten hoch in den Norden, genauer gesagt an die Nordseeküste, weil wir durch YouTube einen total coolen Kanal kennengelernt haben. Und zwar heißt der Synchro Travels. Wir verlinken euch das irgendwo hier gerade eben. Und gleichzeitig haben wir dieses Jahr mit dem Wingsurfen angefangen. Wingsurfen. Wingfoilen. Nee. Foilen können wir noch nicht. Wir sind nur am Wingsurfen, weil Wingfoilen, das ist dann noch Zukunftsmusik. Vielleicht können wir es ja schon, wenn das Video ausgestrahlt wird. Mal gucken. Genau, also Wingsurfen / Wingfoilen. Und da Janine und Steffen das anbieten, oben an der Nordseeküste, haben wir gesagt, da müssen wir hoch. Und wir wollen natürlich so viele Hunde wie möglich mitnehmen, dass unsere Kids hier zu Hause nicht so viel zum Aufpassen haben. Ja, und da ging es dann erstmal los. Wie viele Hunde nehmen wir denn mit? Na, du musst halt vorher sagen, denn diesen Grundkurs haben wir hier schon gemacht. In unseren Breiten gar nicht mal so weit weg von uns. Andrea fing mit diesem, ich sag's mal salopp, mit diesem Blödsinn an. Dadurch, dass ich mit Wasser eigentlich nicht so viel zu tun habe, war ich erstmal ein bisschen verhalten. Hab's mir aber mal so, nicht aus der Ferne, haben mir auch mal mitgegönnt und habe einfach gemerkt, das ist eine coole Sache, mal abzuschalten, sage ich mal, weil die letzten anderthalb Jahrzehnte ging es nur um Hunde hoch und runter und Hundetraining und was auch immer und die ganze Zeit nur am Buckeln. Aber man hat keinen richtigen Ausgleich gehabt. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Und vor allen Dingen der Lifestyle ist dann auch ein bisschen cool, mal ein bisschen mal was anderes, locker, Sonne, warm. Wo es mich immer mehr jetzt hinzieht, mit Winter kann ich mittlerweile auch nichts mehr anfangen. Genau. Und wir haben jetzt die letzten Monate hier so ein bisschen geübt und trainiert und gemacht und dann haben wir gedacht, Mensch, die zwei sind so cool drauf und durch Zufall machen die das auch noch. Und das ist cool, mal eine andere Perspektive zu bekommen. Gleichzeitig auch die Idee, weil wir ohnehin dann überlegt haben, für die Zukunft immer mehr unterwegs zu sein. Wir haben bisher immer unsere eigene Geschichte gemacht. Ich war mal weg, Andrea war mal weg, immer mal andere Ziele, so sogenannte Roadtrips mal so. Und jetzt ist das der erste Urlaub zusammen, überhaupt eigentlich, seitdem wir uns kennen. Eigentlich krass, ne? Und dann gesagt, komm, nehmen wir ein paar Hundis mit und dann können wir mal ein bisschen austesten. Die Konstellation Hunde, wir, dann noch so ein neues Hobby und ja, schauen wir einfach mal und alles dann in so einen VW-Bus gequetscht und es hat wirklich geklappt. Und ja, dann ging es dann hoch, die A7 hoch und dann nordwestlich von Hamburg sind wir dann gestrandet. Genau, und dann hatten wir uns überlegt, okay, VW-Bus und ein Zelt daneben und dann pennen wir alle im Zelt. Hundis und wir zwei. Also schönes großes Zelt, das war richtig geil. Ja, ja, nicht so ganz klein, das wäre ein bisschen eng. Genau, dass die Hundis auch Platz haben. Und wir haben, glaube ich, auch Fotos, ne? Ja, wir planen genau. Die ganze Zeit Fotos ein. Die musst du dir jetzt einfach vorstellen. Genau. Und wer war mit? Die Revin war mit, die Kiko war mit, die Bonnie war mit und die Ivy war mit, genau. Mit Ivy habe ich mal einen Roadtrip mal alleine gemacht, um das mal zu schauen. Die ist so hammergeil und cool. Die sind alle hammergeil. Ja, doch. Also da hat sich unsere Erziehung wieder gelohnt, weil das war so entspannt, so cool. Und dann mussten wir natürlich gucken, wie kriegen wir die Hundis, das ganze Gepäck und unser Equipment, was auch das Wingsurfen anbelangt, mit rein in das Auto. Samt Zelt, samt alles. Wir hatten auch so eine kleine Trenntoilette noch mit, man weiß ja nie. Und ein Waschbecken fürs Geschirr abspülen und so weiter und so fort. Und das musste alles in den Bus rein. Und gleichzeitig wollten wir, dass die Hundis auch rausgucken können. Also, dass sie nicht die 8 Stunden Fahrt, die wir haben, weiß ja nie, wann noch Stau kommt und vielleicht wird es ja noch länger, irgendwo unten sitzen und die rausgucken können oder am Boxen. Steve fand das halt echt cool, wenn die Hundis auch rausgucken können. Und diese ganzen Kriterien, Hundis bequem und rausgucken, das ganze Zeug rein und wir zwei, musste erfüllt werden. Und das war schon ordentlich was an Planung. Ja gut, das hat ja funktioniert. Wichtig ist natürlich auch, dass die Hunde Luft bekommen. Das
zu dem Zeitpunkt, als wir hochgefahren sind, 30 Grad Autobahn. Und ich wollte auch keine Klimaanlage anmachen, aber weil es mir selber nicht gut tut. Und die Hunde, die entwässern einfach. Das ist die Erfahrung, haben wir auch gemacht. Für einen selber auch, man ist die ganze Zeit am Trinken. Also so ein bisschen mit offenen Fenstern gefahren. Nö, die haben es eigentlich genossen, nur wir waren ziemlich auf der Hinfahrt ziemlich am Ackern, weil das war schon anstrengend, das war heftig. Zum Glück mussten wir ab und zu mal raus, wegen die Hundis, haben sind dann mal eine Runde spazieren gegangen und waren dann abends oben. Und ja, wir brauchten immer 2 Tage, um reinzukommen. Die ersten 2 Nächte eigentlich kaum gepennt, aber irgendwann hat der Körper sich dann seinen Schlaf geholt und dann ging es eigentlich richtig cool. Aber ich glaube, jetzt bin ich schon wieder zu weit, ne? Richtig. Wir wollten ja erstmal gucken, wo kann man dort übernachten. Und da haben wir einfach mal geschaut, okay, was gibt es für kleine Campingplätze in der Nähe? Da gibt es ja viele, viele Seiten, wo dann auch private Leute ihre Wiese vermieten, wo man manchmal Dusche und WC hat. Aber die Janine, die hatte gesagt, hey, wir kennen ja jemanden, den Christian, und geht doch nach Wendelusien. Und da haben wir dann mal nachgeschaut und das ist so wirklich ein Mini-Campingplatz sozusagen mit so 5, 6 Spots, also auch nicht so riesengroß und auch sehr, sehr locker. Also er ist schon mal locker. Es ging auch ziemlich, wir hatten sehr spontan gebucht, weil wir auch nie wussten, wann kommen wir los mit den Kids und so weiter und so fort und den Hoodies. Deswegen haben wir, ich glaube, 2 Tage vorher, haben wir gefragt, ob noch was frei ist. Also ja, klar, kommt vorbei, alles gar kein Ding. Das fand ich cool. Und auch die Stimmung dort vor Ort war toll. Also wir hatten immer coole Leute irgendwie und das waren jeden Tag ja andere, weil manche sind ja wieder gefahren, manche sind länger geblieben. War richtig, richtig cool. Man muss dazu sagen, es ist ein Campingplatz für, sag ich mal, kleine Autos oder alternative Autos, selbst zusammengebaute Autos, nicht für die riesengroßen Wohnmobilschiffe, die quasi komplett autark sind und sich meistens eh verbarrikadieren und gar nicht rauskommen so richtig, sondern es ist wirklich für alle möglichen Leute, die einfach auch in Kontakt kommen wollen, ein bisschen draußen sein wollen, die Natur genießen wollen. Es ist dort, bei uns ist es ja schon still, dort ist es noch stiller, muss man echt dazu sagen. War auch Steve's, hier ist es ja noch ruhiger als bei uns. Aussage, es war wirklich cool. Also aus ein paar Schafe hast du teilweise gar nichts gehört. Und früh die Hühner, der Hahn. Der Hahn war, am ersten Morgen dachte ich, ich bring dich um. Früh um 7, aber ziemlich pünktlich um 7, latschert er übers Gelände und kräht da rum. Aber bei jedem Zelt, bei jedem Auto hat er sich angestellt und kikeriki und dann ist er weitergelaufen. Und da dachte ich, nein, bitte nicht, weil wir das so noch damals aus den Dorftagen kannten, dass der Hahn den ganzen Tag kräht. Nee, da ist das eine Runde geschlappt, nach 5 oder 10 Minuten war wieder Ruhe. Und gerade jetzt die ersten 2 Nächte, die ja selber nicht sehr lang waren, weil man kaum eingepennt ist und dann dafür am nächsten Morgen ein bisschen mehr Schlaf braucht oder ein bisschen länger benötigt hatte. Wobei wir hatten eigentlich die ersten Tage immer Termine. Ne? Wir waren echt nur unterwegs. Ja klar. Oder haben gequatscht mit Leuten. Das war das ist eine ganz andere Sache. Wir kannten das gar nicht. Es war eine ganz andere Welt dort oben. Das ist schon sehr spannend. Dazu kommen wir später. Zu dem Stellplatz selber, das ist einfach wichtig. Und da legt das sehr großen Wert drauf, dass das eben Leute sind, die sich eben nicht in ihr Fahrzeug verschachteln können, weil es das Fahrzeug eben hergibt, sondern dass die ja unweigerlich zusammenkommen. Diesen Spirit versucht er aufrechtzuerhalten, finde ich echt cool, weil die ersten Trips, als ich vorher gesagt habe, war immer schade. Wir haben immer freigestanden, also nie Zeltplätze. Mit der Mentalität komme ich ganz einfach nicht klar. Das ist jetzt keine Diskriminierung, Angriff oder was auch immer, sondern jeder hat eben andere Prioritäten. Meine Priorität ist, wenn ich unterwegs bin, einfach Erfahrungsaustausch, ein bisschen rumgeigen, ein bisschen Blödsinn machen und dort ist das eben gegeben. Jetzt habe ich so kurz meinen Quatschefaden verloren. und da legt er eben Wert und genau auf den vorhergehenden Sachen, die wir immer die wir unterschiedlich immer gemacht haben, war einfach, was ich da vermisst habe. Die Leute sind dann ab einer gewissen Tageszeit sind die in ihren Bus verschwunden oder in ihrem Wohnmobil verschwunden und fertig. Und selbst wenn man da mal geklopft hat, mal raussetzen, ein bisschen quatschen. Oh nö, das ist kalt und oh nö, und im Hintergrund lief da schon irgendein Film. Und das ist nicht unser, sondern wir wollen. Ja, dieses Rustikale lieben wir nach wie vor und im Film gucken kann ich auch zu Hause. Da muss ich nicht in dem Fall wie bei uns jetzt 800 Kilometer in der Gegend rumgucken. Das kann ich dann auch zu Hause machen. Genau, das Einzige, was die ersten 2 Abende so richtig heftig war, war die Mückeninvasion. Das habe ich noch nie erlebt. Das kennen wir ja auch nicht, obwohl wir ja auch stehende Gewässer ringsrum haben, durch den Biber auch, durch die Seenlandschaft hier in der Nähe. Aber die Mücken konnten wir dann immer mit so einem Räucherstäbchen fernhalten bei uns. Aber da haben wir aufgefahren, Räucherstäbchen. Andreas ist dann extra mal losgefahren, dieses Spray geholt. Da haben wir uns oben von unten auf so eingedieselt. Das hat die überhaupt nicht gejuckt. Und wir benutzen hier nie Chemie, ne? Also hier bei uns reicht das Normale. Ja genau, wir haben noch dieses natürliche Zeug versucht, dass wir auf die Hunde spritzen, sprühen, was auch gegen die Zecken hier ganz gut hilft. Gar nicht. genau, das Räucherstäbchen und das Chemiezeug. Und irgendwann haben wir uns dann tatsächlich dann im Zelt verkrochen. Da ist er dann also so fliegen.
Fliegengitter zum Glück, weil es die Nächte noch am Anfang sehr warm war. Und die Hunde haben uns dankend da, haben sich da eingekuschelt, weil die waren auch komplett schwarz. Die ganze Luft war schwarz, voller Viehzeug. Es war brachial. Aber durch den Wetterwechsel, den nahenden Wetterwechsel und durch die Temperaturunterschiede, die jetzt nach und nach gekommen sind, hat sich das auch getan. Die ersten Abende hatten wir eh keine Energie mehr für Leute, aber dann ab dem zweiten Abend ging es dann los mit, ich nenne es, na, Party ist es nicht, aber so. Zusammenkommen, Spaß haben. Ja. Feuer machen. Aber nochmal kurz zu den Mücken hier. Ich blende hier mal ein Bild ein. Da sitzt die Ivy im Zelt, guckt raus. Und ihr seht das vielleicht auf diesem Fliegengitter. Ist alles überall kleine Tierchen. Das sind alles Mücken. Die waren überall. Wenn wir aus dem Zelt raus sind, dann musste man danach erstmal wieder gucken mit Taschenlampe, die mal die Mücken wegmachen. Also da wirklich was mitnehmen, wenn ihr da im Sommer seid und es gerade kein Wind ist. Die Mücken sind heftig. Ja, dann dreht so einen coolen Einwand, aber da hat man nichts in so einen Hut. Also, weil wir das mal gesehen haben, in Australien-Video quasi, so Australien, die da einen Hut und dann so einen Schleier drum und den Rest kann man sich ja lang anziehen, vielleicht für die Hände noch irgendwas und dann ist man eigentlich relativ safe, aber wir haben schon überlegt, die Neoprens anzuziehen. Aber war schon krass, ja. Ja, das war so das einzigste Manko. Zum Zeltplatz nochmal selbst. Am Anfang, ja. Ja. Ja, zum Selbstsatz nochmal selber, weil ich das immer sehr wichtig finde. Die Toiletten und die Duschen, also Toilette und Dusche, war komplett sauber. Also egal, wie viel wir da waren. Einmal war der Platz komplett voll mit 6 Fahrzeugen. Dann waren wir wieder nur zu zweit oder sowas. Aber immer tippitoppi. Also da ist der Christian echt hinterher. Es gibt auch Waschmaschine, die man nach Absprache benutzen kann. Es gibt auch nochmal ein Waschbecken extra zum Beispiel Aufwaschen oder sowas. Sauber machen von irgendwelchen Sachen. Also echt tippitoppi, da muss man wirklich sagen, finde ich gut, da hat man schon ganz anderes erlebt. Und liebevoll gestaltet mit so kleinen Features wie, na, sag's? Die Kackfahne! Ja. Die Kackfahne war das Beste. Wir haben hier so einen kleinen Videoclip, wo der Steve mal für euch hisst. Und zwar, das ist nämlich eine ganz praktische Erfindung von Christian. Oder ich glaube, das ist noch nicht mal von ihm. Er hat erzählt, dass er irgendjemand anders jetzt. Genau, die Leute bringen dann immer Ideen rein und er setzt dann ganz einfach um. Dann, ja. Genau, und zwar, wenn du ein längeres, größeres Geschäft machen möchtest, daher der Name Kackfahne. Oder duscht oder so, das war ja alles in einem Raum. Ja, wenn du was Längeres tust, dort auf dieser Toilette, dann tust du die Kackfahne hissen und dann wissen auch die Hintersten, wenn sie rausgucken aus dem Zelt oder Bus oder vom Stuhl, ah okay, ich brauche jetzt nicht vor, das dauert länger. Und da spart man sich den Weg nach vorne und dann fängt man auch nie an, vorm Klo rumzustehen und dem armen Typen oder der Typin da Stress zu machen, wenn sie gerade auf der Toilette beschäftigt ist. Also das ist eine ganz, ganz coole Erfindung, die Kackfahne. Genau, oder praktisch an jedem Stellplatz da so Pfosten hingestellt, einzementiert, da kannst du eine Hängematte, wir haben es dann als Wäscheleine genommen, um die Neos aufzuhängen zum Trocknen oder Handtücher. Zum Hängematten sind wir gar nicht gekommen, weil früh sind wir raus und abends erst wieder rein, weil wir mussten es einfach. Die Leute generell drumherum, klar, ich sage es mal frei raus, Arschlöcher gibt es überall, aber grundsätzlich die Leute total cool drauf, nett, kommt sofort ins Gespräch, sind offen. Ist ein ganz anderes Lifestyle wie jetzt hier unten. Sorry, ihr Süddeutschen, jetzt wo man, aber es ist leider noch mal so, es tut mir leid. Vielleicht kann man sich jetzt ein bisschen als Vorbild nehmen und wir sind halt auch gewohnt, ja, auf Leute offen zuzugehen und ja. Wir blenden ja ab und zu einfach mal Fotos mit ein, auch wie es da drumherum aussah. Es ist wirklich sehr natürlich gelegen, aber man kann sich auch Fahrräder dort kostenfrei ausleihen von ihm und einfach schnell zum Bäcker fahren in die nächste Ortschaft. Dann hat man sehr, sehr viel Möglichkeit, spazieren zu gehen. Gleich ist es am Deich gelegen, das heißt, da sind manchmal Schafe drin, manchmal nicht. Und deswegen hört man auch manchmal die Schäfchen mähen. Das heißt, ihr habt also auch viel Platz zum Spazierengehen. Gar kein Problem, dort ein bisschen mit den Hundis unterwegs zu sein. Leider, das wäre noch cool gewesen, wenn gleich hinter dem Deich das Meer kommen würde, aber das sind dann solche Salzwiesen. Also da, wenn ihr mal bei Google Maps schaut, da ist halt auch leider nicht gleich das Meer. Da müsst ihr ein Stückchen weiterfahren. Und da gibt es nämlich was Cooles. Da fahren wir 10 Minuten mit dem Auto. Ja. Aber nur aufgrund dessen, weil man wirklich durch ganz schmale Straßen und so vereinzelte Häuser und Leute, Touris unterwegs. Da bin ich dann ganz sachte durch und hatte eh keinen Stress gehabt. Und da hat man auch gleich Parkmöglichkeiten, entweder bezahlt und unbezahlt. Und dann hast du wirklich dann die Nordsee. Gibt es einen Hundestrand quasi direkt dafür. Und da sind die Hundis ein bisschen umgesteppelt. Wir müssen dazu sagen, wir waren außerhalb der Saison, also nach den Ferien. Und da war es eh so ein bisschen ruhiger. Genau, das heißt, dort, wo der Hundestrand ist, ist die Friedrichskoger Spitze. Wir waren quasi in Friedrichskoog und das
die 10 Minuten weiter, Friedrichskoger Spitze. Da ist dann auch wirklich wieder Nordsee. Da hat man einen Badestrand, man hat einen Hundestrand. Man kann dort super Watt wandern. Da zeigen wir euch auch hier ein paar Videos und Fotos. Das ist halt wie so ein riesengroßes Hundeparadies zum Rumrennen. Danach ist euer Hund dreckig, aber es gibt auch kleine Duschen. Du könntest rein theoretisch dann auch die Hundepfoten abduschen. Das ist gar oder kein Problem. Oder die Füße dann quasi so, ja. Genau. Und das macht schon Spaß. Vorsicht, für uns Süddeutschen ist natürlich so ein Watt erstmal was Neues. Sehr tückig. Genau. Aber was sehr beeindruckend so hin. Genau, also wenn man Dokus schaut immer noch, es gibt immer noch viele, die dort irgendwie das nie so einschätzen können, wann die Flut zurückkommt und das Wasser zurückkommt. Das ist gefährlich. Guckt euch da bitte immer vorher an, wann kommt das Wasser zurück und geht nicht so weit raus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ja, genau. Wir haben uns da extra einen Wecker gestellt, wenn wir rauslaufen, dass er dann Alarm schlägt. Also nicht, wann das losgeht mit zurück, sondern das kam ja dann nach und nach zurück. Wir hatten das Glück, wir waren vorher mit Janine draußen. Da hatten wir uns mal auch getroffen. Sie hatte dann auch ihren Hund, den Luke, mit dabei. Und da hatte ich schon mal, weil sie kennt sich ja aus, und da hatte ich schon mal so dieses Aha-Erlebnis. Das ist ja dieser Meeresgrund quasi, darf man auch nicht vergessen. Da geht es ja auch hoch und runter. Und da kann man ziemlich schnell auf einer Anhöhe stehen und hinten bildet sich schon das Wasser drumherum. Das ist so die Gefahr. Also Richtung Strand ist dann schon Wasser, obwohl du noch auf dem Trocknen bist sozusagen, wie so eine Insel. Also dann. Vor dir das Meer, dreht sich rum und hinter das Meer, weil es sich das einfach drumherum schließt. Aber dieses krasse Aha-Erlebnis, du hattest dann so richtige Rinnen, wie das, indem das Wasser dann irgendwann, das läuft ja permanent ab quasi. Auch noch, wenn das Wasser dir schon entgegenkommt, läuft das ja immer noch ab, bis dann das Wasser an der Stelle ist. Und das waren ganz kleine Bächlein. Und da sind wir dann drüber gesprungen, als sie noch mit dabei war. Und auf dem Rückweg so, oh shit, da wärst du nie mehr durchgekommen. Auf dem Rückweg schon ein richtig breiter Fluss, also reißender Fluss. Klar, die wusste, da hinten geht's dann, da kommen wir wieder ans Ufer ran. Wenn das unsere erste Wanderung gewesen wäre, muss ich echt sagen, so wow. Und beim zweiten Mal, am nächsten Tag, als wir dann selber unterwegs waren, alleine, wussten wir, okay, wenn wir es also niemals so ein Teil überspringen, weil wir wussten, das Wasser kommt uns quasi schon entgegen. Demzufolge waren wir da schon auch auf der sicheren Seite. Und dann haben wir wirklich genau das auch erlebt. Wir mussten an so einem noch Bächlein sind wir dann stehen geblieben. Das haben wir uns wirklich zur Pflicht gemacht, auf keinen Fall drüber. Auch hätten wir noch hätten weiterlaufen können. Das war aber schon sehr, sehr weit draußen. Und da haben wir dann schon beobachtet, wie es dann auf einmal so, sage mal, da hinten, da war doch das Meer noch nicht. Und auf einmal so, wuff, war es schon da. Und dann haben wir schon irgendwie gesehen, diese leichte Anhöhe, sagt, wenn wir dort gestanden hätten, wäre schon rum gewesen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und das kommt teilweise auch von unten, wo man dann merkt, oh, jetzt läuft sie schwerer und man sinkt dann schon mehr ein. Und war schon sehr beeindruckend und erschreckend zugleich. Da kannst du dich schon, kriegst schon Muffe manchmal, wenn man es nicht einschätzen kann. Aber geil. Und wie gesagt, ihr könnt ja auch einfach parallel zum Strand auf dem Watt laufen. Das geht genauso. Und dann kommt er einfach an der anderen Seite wieder raus und läuft auf den Deich zurück. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da den Hund auszupowern. Genau, die hatten auch ihren Spaß. Nur nimmt was zu trinken mit, das ist wichtig. Oder vielleicht einen Napf, da könnt ihr an der Dusche nochmal Wasser holen. Weil die Hunde probieren unweigerlich immer von dem salzigen Wasser. Mhm. Jedes Mal wieder so, das war so süß beim ersten Mal. Die kannten ja Salzwasser noch nie. Und die hatten dann echt Durst danach. Also da wirklich nicht nur euch verpflegen, auch an die Hunde denken, die kriegen dadurch. Ja, stell dir vor, ist die ganze Zeit salziges Zeug. Irgendwann habt ihr dann auch Durst. Genau. Aber nochmal zum Wingsurfen. Wenn ihr schon mal da oben seid, macht das mit. Das geht in jeder Jahreszeit fast. Also bis 5 Grad Wassertemperatur machen das die zwei. Ihr könnt dort Kitesurfen, Wingsurfen, Wingfeulen, was auch immer. Und Pampfeulen, das war auch mal. Genau. Das ist alles ziemlich cool, macht total Spaß. Nordsee-Windsport heißen die zwei. Wir verlinken euch hier mal Instagram drunter und die Homepage auch und alles. Also das können wir euch echt empfehlen, weil die sind total cool, total locker. Es ist für jede Art von Level geeignet, also komplette Neulinge wie wir, die gerade mal froh sind, auf dem Brett zu stehen, als auch für die, die einfach noch ein paar Tipps haben wollen und schon richtig gut dabei sind. Man lernt dort auch wieder coole Leute kennen, also es ist auch so ein cooler Spot, die sind immer beim Meldorfer Speicherkog. Das ist dort quasi neben der Nordsee und gleich daneben ist quasi wie so ein See. Das ist eigentlich fast Süßwasser, das ist gar nicht so ja, salzig. Mit einer leichten, salzigen Note, weil es über die Schleuse mit dem Meer verbunden ist. Ja. Genau, also das macht echt richtig, richtig Spaß. Ein cooler Spot. Wir hatten die Hundis immer mit. Immer einer von uns auf dem Wasser und der andere war bei den Hundis. Wir hatten sie einfach am Strand festgemacht und da konnten sie auch mit zugucken. War auch schön schattig dort, also ist auch kein Problem, dort mit Hund hinzugehen. Für mich war es eine coole Sache, weil das dann meine ganz andere Umgebung quasi war. Man konnte einfach mal loslassen und sich auf neue Sachen einlassen. Die letzten Monate so ein bisschen an spirituellen Dingen dran. Und das war, dass man da einfach Abstand gewinnen konnte von seinem bisherigen Umfeld, sagen wir es mal so.
Und da geht es dann schon wieder los, dann kommen wieder neue Ideen, man kommt dann mal so ein bisschen zur Ruhe und ja, kann einfach von seinem Alltag loslassen. Das hat mir echt gefehlt, war schön. Und mit dem Sport ist das eine super Sache, weil das nicht einfach mal so zack und dann kann ich, sondern da ist schon, je nachdem, wie man Ehrgeiz hat, so eine gewisse Bereitschaft gefordert, sich da ein bisschen reinzuhängen. Und mir gefällt es dann ganz einfach, die Herausforderung als solches zu meistern. Und einfach dann auch schon sieht, wenn die anderen, die es schon können, wo man auch hin möchte, so als Motivation, so, wow, guck dir das mal an und wow, toll. Und da freut man sich schon drauf, dann irgendwann mal selber auf dem See da so rumzugeistern damit, ist eine super Sache. Die Möglichkeiten quasi und auch so eine, das juckt einfach nicht, ob das nur regnet oder schlechtes Wetter ist, weil man wird ja eh nass, ist auch eine tolle Sache. Von daher kann ich es eben nur empfehlen, auch wenn man da mal ein bisschen, wie bei mir quasi, dass man so mit dem Wassersport eigentlich gar nichts am Hut hatte. Aber schon eine coole Möglichkeit, um mal Abstand zu gewinnen und den Kopf frei zu bekommen. So eine Art unterwegs sein ist auch eine schöne Sache. Ich sage es immer aus meiner Perspektive, nicht, dass sich da wieder jemand angegriffen fühlt. Boah, mein Urlaub ist ja auch schön, obwohl ich die ganze Zeit nur im Hotel bin und bababab, und da muss ich mich um nichts kümmern. Aber genau das ist es quasi. Da waren auch Hotels, wo ich dann so ein bisschen mit reingedacht habe, so, nee, ist nicht meins, obwohl man wirklich sich um nichts kümmern muss, aber genau das ist es. Und man schweißt auch wieder mit den Hunden ein bisschen zusammen. Früher war es die Gespanntfahrt, das geht leider nicht mehr aufgrund des Alters der Hunde. Und da mal wieder so ein Abenteuer erleben und man ist die ganze Zeit wieder zusammen und muss sich aufeinander neu einspielen in einer neuen Umgebung, war schon cool. Und das hat man auch den Hunden wieder gemerkt, dass man wieder ein bisschen näher zusammengerückt ist. Und dann hat man auch wieder gemerkt, dass man sich doch tatsächlich ein bisschen mehr distanziert hat wieder voneinander, weil man einfach wieder bedeutend mehr Zeit miteinander verbracht hat und die haben es auch genossen. Genau, wenn du jetzt noch ein paar Worte zum Abschluss und dann ist Schlussi-Wussi. Cool ist noch immer, wenn sobald die Hundis irgendwo jetzt rauslaufen, gehen die immer zum Auto und setzen sich daneben und sagen, hey, wo fahren wir heute hin? Machen wir wieder einen coolen Urlaub. was natürlich auch super ist, weil wir das immer mehr auch integrieren wollen mit dem Wegfahren, egal ob wir das zu zweit machen oder jeweils einzeln, wir können halt von überall aus arbeiten. Das ist halt auch was richtig Cooles. Durch die Futterberatung, die einfach, da brauchst du nur Internet und einen Laptop, mehr brauchst du nicht. Und das ist echt richtig, richtig cool. Und das ist eigentlich auch, wenn man das möchte, für jeden möglich. Also das heißt, wir haben auch Berater im Team. Wir bilden auch die Berater aus, wir schulen auch. Also wenn da jemand Lust hat zu sagen, hey, ich will Richtung Futterberatung gehen und ich fände das cool, mich auch selbstständig zu machen. Und den Hunden was Gutes tun, das ist halt immer dieses über dem, darf man nicht vergessen, weil viele, die denken, ich will das machen, um Kohle zu verdienen, dann funktioniert es nicht. Und gibt auch wirklich die Kehrseite, bei denen es tatsächlich nicht funktioniert, einmal vom Kopf her, vom Mindset her, das ist ja so ein schönes Wort mittlerweile, aber auch die Ungeduld, da darf man nicht vergessen, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, um uns diese Freiheit jetzt wirklich zu nehmen. Die Zeit muss man sich mitbringen, das ist wie, manche sagen, das ist wie eine neue Lehre zu machen, aber wenn man das konsequent durchzieht und ein gewisses Ziel vor Augen hat, das heißt es nicht, das Geld zu verdienen, das kommt parallel, sondern das Ziel, den Hunden ein besseres Leben zu ermöglichen, weil eben mit dem Futter das Körpergefühl, ein schönes Körpergefühl wiederkommt. Das ist für uns Ansporn genug eigentlich, weil wir tatsächlich eben das miterleben. Wie kommt ein Hund in die Futterberatung rein? Wie sind die Leute diesbezüglich auch völlig verzweifelt und eigentlich haben sie schon aufgegeben? Und dann kommen wir nur durch Futterumstellung und ich sage es mal salopp, ein paar Kräuterchen. Dann geht es, ich sage es mal, über 50% oder was sagst du, geht es dann bedeutend besser und das Leben hat sich wieder normalisiert für diejenigen. Und das ist schon cool. Genau, aber jetzt genug gequatscht. Oder hast du noch was? Alles gut. Nee, war toll. Und auch ein Dankeschön an diejenigen, die uns jetzt gerade mit Futterberatungen und sowas unterstützen, dass wir sowas machen können. Aber wir geben auch gern diesbezüglich unsere Erfahrung weiter, dass ja das Zusammenleben Mensch-Hund noch cooler wird, als wie man es bisher hat. Und demzufolge auch danke an euch da draußen. Danke vor allem für das Vertrauen, weil ich habe viele, viele Leute, die kommen und sagen, bevor ich zum Tierarzt gehe, frage ich dich. Und das ist schon cool. Also weil wir wirklich, ich sag mal, 85-90% bekommen wir ohne Tierarzt einfach nur mit Natur in den Griff. Es ist wichtig, ich sag's mal wieder, dass es Tierärzte gibt. Aber man muss gar nie wegen so vielen Sachen zum Tierarzt laufen. Wegen Durchfall, wegen mal kurz Schlitten fahren, wegen mal Analdrüsen. Man kann so viel natürlich machen, dass es dem Hund wieder besser geht. Klar, wenn er ein gebrochenes Bein hat, würde ich auch zum Tierarzt gehen. Aber man kann so, so viel natürlich machen, ohne Nebenwirkungen, ohne dass man da Tabletten reingibt, einen Haufen Antibiotika und so weiter und so fort. Also da danke, danke für das Vertrauen, wo ich dann sogar vor dem Tierarzt stehe für viele.
Das ist total lieb. Wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich sage, das ist mir zu heikel, sage ich definitiv, geh lieber zum Tierarzt, lass es abklären. Also da muss man auch ganz klar sagen, man ist ja nie irgendwie besser als jemand anders, nur es gibt andere Wege, natürlichere Wege. Die besser greifen. Genau. Also von meiner Seite ist rum, du hast das Wort eröffnet, jetzt kannst du es auch schauen, wie du das Video wieder zu Ende kriegst. Das ist gar kein Problem. Tschüss. Nochmal ganz kurz, am Anfang haben wir es ja schon mal gesagt, nur kurz, um nochmal zu dem Wingfoilen, Wingkurs zu kommen. Wir haben das am Altmühlsee, also den Grundkurs gemacht. Das ist auch ganz cool. Könnt ihr euch auch mal angucken. Hier verlinken wir noch die Surfschule von dort. Das war die erste Wingfoilschule Deutschlands, glaube ich sogar. Auto. Damit werben sie, ja. So, genug euch zugetextet. Jedenfalls, wir können euch das Wendelusien total empfehlen, das Wingfoilen total empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, oder ganz wichtig, wenn ihr andere coole Empfehlungen habt, kennt ihr noch viele solche kleinen Mini-Campingplätze, wo einfach der Spirit noch total locker ist, schreibt es mit unten in die Kommentare. Wir freuen uns total über eure Empfehlungen, über Austausch untereinander. Schreibt es einfach rein. Wenn ihr Links postet, müsst ihr warten. Wir müssen das immer erst freigeben, weil man könnte ja irgendwelche komischen Links posten. Deswegen muss man das erst freigeben lassen. Da also nicht wundern, wenn euer Kommentar nicht erscheint. Oder ihr sagt einfach, wie es heißt, dann kann ihr das selber googeln oder wir packen die Links drunter. Geht genauso. Wir freuen uns auf alle Fälle über eure Ideen. Und wenn ihr schon mal campen mit Hund wart, wenn ihr da Trips und Tricks habt, was man unbedingt mitnehmen muss oder sowas, schreibt es auch mal unten rein. Vielleicht machen wir da auch nochmal ein extra Video zu. Und viel Spaß mit eurem Hundi. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wenn weiterhin Interesse besteht an so einem Format, also an so einem Content, jetzt haben wir es, dann können wir das gern weitermachen, weil wir sind jetzt dann öfter unterwegs. Wird aber wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr sein, weil jetzt kommt der böse, böse Winter. Und da bleibe ich lieber im Haus. Also dann, bis ciao. Da bleibe ich lieber im Haus. Ja, und weg hier. Ja, wir sind jetzt wieder da. Das darf doch ja nicht wahr sein.